Es wird mal wieder Zeit für ein Draußen-Video. Es wird zwar jetzt langsam dunkel, der Tag verschwindet genauso wie der Sommer bald verschwinden wird. Und hier im Hintergrund, noch mal ein kleines Schnittbild drüber, seht ihr das Karwendel. Das ist jetzt in Wolken gehüllt, da sind ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Und klassischerweise ist es so, dass wir hier Ende August, Anfang September bei Kaltlufteinbrüchen den ersten Schnee bekommen. Grüße Sie und grüße euch. Und das, was da im Hintergrund so laut bimmelt, sind klassischerweise die Kühe. Übrigens, bald ist ja auch der Almabtrieb dann in den Alpen. Im nächsten Monat ist es soweit. Und wir wollen mal ganz, ganz kurz über den GFS-Hauptlauf sprechen, der seit Tagen ausreißt und immer wieder nach unten geht und eine relativ kalte Witterung bringen soll. Und alle Läufer haben das jetzt zuletzt gebracht und wir schauen mal ganz kurz hier auf diese Karte, wie das dann aussähe um den Monatswechsel herum. Und Anfang September, da würde ein Tief über Nordeuropa und über Südskandinavien uns Polarluft bringen mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von nur noch wenig über 0 Grad bis in die Alpen. Und das hieße dann hier im Hintergrund den ersten Schnee. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist doch ein bisschen wichtig, weil Anfang September die Wetterlage doch recht bestimmend ist. Das heißt hier zum Beispiel in einer Bauernregel, September schön in den ersten Tagen, will den ganzen Herbst ansagen. Das gilt natürlich auch für Regen. Und so wie es momentan aussieht, und das haben wir auch schon vor langer Zeit besprochen, wird der September erst einmal wechselhaft und relativ kühl werden. Auch immer wieder mit Regen- und Tiefdruckeinfluss am Rande des Hochs bei den Azoren. Dann kommt eben immer wieder dieses Tief herangezogen, was jetzt zum Monatswechsel kommen soll. Und im letzten Monatsdrittel wird aller Voraussicht nach dann der Hochdruck kommen mit dem Altweibersommer, der im goldenen Oktober mündet. Euch jetzt noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Und denkt dran, nutzt es aus in Sachen Wärme und Hitze diese Woche. Es ist ab dem Wochenende in dem Ausmaß vorbei und wird auch nicht wiederkommen.